Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu LS15. Hofe Bergmann zusammen mit dem Tino und dem Pixel. Hallo. Moin. Hi. So, dann machen wir mal weiter. Ah. Ja. Was seid denn ihr mal jetzt helle, überhaupt? Blam, blam, blam. Mal helle, blam, 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 ja. Das ist nice. Ja, könnte arabisch sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, ihr Pissbirne, ich falls die Seemaschine wieder runter, dann könnt ihr da euch gegenseitig befummeln drin oder was weiß ich. Ich fass das Ding hier nicht nochmal an. Er ist schwedisch, oder? Was? Schwedisch? Ach, keine Ahnung. Was die da für eine Sprache haben. Ja, vor runter, dann setze ich mich schnell. Ja, es ist alles fertig. Ach so, na ja, gut, dann können wir ja spulen, also, oder? Wenn wir wieder ansehen. Nein. Warte mal. Ja, ich habe noch gar nichts gemacht, ich habe nur gefragt. Hier ist noch nicht gemacht. Hier ist groß. Haben wir gerade aktuell einen Traktor, den wir hier am Hof nicht unbedingt benötigen? Ja, entweder den Deutz. Den John Deere. Warte. Wo ist denn der andere? Ne, also ist nur der John Deere und den brauche ich ja immer zum Hin- und Herfahren. Also zwischen den Aufladen und den Abladen. Was machst denn du hier unten? Was ist denn mit dem roten Traktor? Den habe ich hier gerade. Noch ein Stück und putz. Halt. Putz, du Hilfsarbeiter. Ich geb dir gleich Hilfsarbeiter. So, ach, der Friesi ist ja auch noch da, hallo. Hallo. Ja, jetzt kannst du wieder lachen, nachdem du Tausender bezahlt hast, um wieder reinzukommen. Ja. Musst du wieder Kredit aufnehmen. Nee, kleiner Schatz natürlich. Wir haben Füße letzte 5000. Folge. Wir haben Füße letzte Folge nicht rausgeschmissen. Es war nur Spaß. Was ist eigentlich? Ich könnte eigentlich was sagen. Aber ich lasse es. Also nee, Waschtag. Ja, hol das mal ab hier. Beziehungsweise komm auch mal mit deiner Mühle hier ran. Das ist eigentlich mal so eine schöne Grundreinigung, die können hier auch mal wieder ins Objekt gebracht werden, hier in unsere ganzen Geräte. Die sehen ja teilweise aus, ja unter aller Sau, ey. So, und wo ist jetzt unsere neue Errungenschaft? Hier steht schon mal ein dickes Schneidwerk. Da steht schon mal ein dickes Schneidwerk, ich habe mich dann für die Etage höher entschieden. Wo bist denn du? Das ist nicht schlecht. Ach da. Ich bin jetzt hier. Ja, na komm mal vor zu den Silos. Da ist ein Tor zu, hat das irgendeine Bedeutung? Wow. Ist der mittlere halt. Der mittlere ist das? Mhm. Das ist 71,30. Schön! Endlich ein gescheiter Drescher. Waren wir bloß beim Abtanken, müssen wir halt gucken, weil das Rohr ist nicht das Idealste. Aber ich habe mir gedacht, die 20.000 Off-Preis für die, dafür, dass wir da gleich eins mit Rollen haben, weißt du? Weil das andere hätten, ach so, wir wieder nirgendwo, hätten wir wieder nirgendwo durchgekriegt und hätten wir schon wieder einen Scheidwerkswagen. Nee, mit Schneidwerkswagen, das Rumhantier, ja, das geht mir. Das ist ja geil. Das ist nicht so schön, das stimmt. Auf so. Die Logos draufhalten, dann passt das. So, was macht denn eigentlich unser Wasserbunker, der für nichts zu verwenden ist? Ja, stimmt. Die Kohle zahlen wir. Ja, der Wasserbunker ist für die. Ach so, nee. Nee, stimmt. Halt nicht. Der ist voll. Der hat sich bis jetzt nichts getan. Das verschimmelt da hinten. Ja, vielleicht kommt das auch mit dem Update ein bisschen. Wird das da ein bisschen. Ja, warte mal, hier ist doch ein Rohr. Also, vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Speicher. Ein Hofspeicher, ich weiß. Mhm. Was ist mit dem grünen. Mit diesem grünen, mit diesem Ladeding da vorne dran. Den nutze ich auch teilweise. Also den grünen nutze ich für links und den anderen, also den Vorderlader mit vor rechts. Quatsch, das für rechts, das für links. Ja, das eine muss man ja um Neig kippen. Dann muss ich mit dem jetzt runterfahren, nützt ja nichts. Ja, das ist ja kein Problem. Da weil ich will meinen Salat noch fix kontrollieren, bevor du spulst. Ach, das ist ein Läter. Oh. Dalmarita. Naja, okay, da war echt schlecht. Ja, was bitte? Ne, Dalmarita, waren das nicht hier Hilfsorganisator irgendwas? Nee, das waren die Johann, ne? Dalmarita gibt es ja auch noch, oder? Dalmarita, das ist so ein, ja, gemeinnützige Organisation, dächtig, oder?
Nee, Samariter, also ich glaube das nicht, dass das ist die Krankenwagenfahrer? Nee. Samariter? Das war, Samariter war doch hier, wie heißt er? Nee, das hat nichts mit den Touristen. Nee, das hat nichts mit den Touristen. Nee, das hat was mit Leuten zu tun, die einfach was Gutes tun. Aber das ist kein, also das, ja, ist dann kein sind das Verein. Samariter. Okay. Also bin ich ein Samariter. Was hast du uns denn jetzt Schönes gekauft? Oh, ich hab's gefunden. Schwer zu übersehen. Hang you fest. Na, Pech gehabt. Ja, also ist halt ein komisches erklären. Geräusch gemacht, Randy. Das war gerade. Hört sich an, als würdest du würgen. Den Jürgen müsste immer würgen. Und wer heißt hier Jürgen? Ach nee, Quatsch. Nee, gut, küsst du mich, Jürgen? Ja. Hä? So. Das ist doch von seinem. Ja. Jetzt schlägt er irgendwie einen Knopf da. Jetzt schlägt gerade einen Schlaganfall. Was ist denn hier? Warte mal kurz. Lasst uns doch mal den Jürgen würgen. Als würde es hier aus von meinem Soundboard. Küsst du mich, Jürgen? Ja. Was hat er gesagt? Er sagt, küsst du mich, Jürgen? Küsst du mich, Jürgen? Ach, küsst du mich, Jürgen? Ja. Und er sagt dann, ja. Ja, klar. Mit Zunge. Der ist so 8% gegärt. Wie ist denn das andere Silo? Das muss doch schon weiter sein. Das ist 39. Das ist 39? 39 Jahre alt. Dann ist es vergärt. Alter, hier könnte auch mal einer die Scheibe putzen hier bei dem Traktor. Das sieht so furchtbar aus. Was? Furchtbar. Ist hier kein Salat? Was? Kein Salat? Moment. Hier fehlt doch was. Rablete. Kann doch nicht sein. Hab schon nur mit Idioten zu tun. Ja. Geht das nicht? Was denn? Moment, kann das sein? Was, wenn der. Och nee, oder? Wenn der Salatabfall gehäckselt. Ach voll nee, ist. Ist der voll? Ja, dann macht er nicht weiter. Warte mal, was soll man da runterbringen? Das ist die Frage. Na, Schaufel. Eine Schaufel, ne? Anhänger steht ja noch, glaube ich, unten, ne? Frontlader mit Schaufel und hinten einen Anhänger dran. Wir haben bloß gerade ja, keinen Frontlader, dran. Das ist das Problem. Weil ich. Ja, ist jedenfalls gerade keinen freien. Also wir brauchen entweder den John Deere oder den roten. Der rote ist hier unten, den kannst du. Da unten? Also ich kann nicht nice switchen. Macht man denn nicht Salatabfall? Nein, ich fahr damit gerade. Also, was ist denn mit dem anderen, mit dem grünen, den wir jetzt zuletzt gekauft? Den grünen? Nee, der grüne hat nur eine Ladefläche. Ich habe ein Portal entdeckt. Hä? Portal? Ja, es gibt ein Portal auf der Map. Wo? Da, wo du stehst? Ja. Ich wurde gerade von ganz da hinten hierher gebeamt. Echt? Ja. Von ganz da hinten, vom Anhänger hierher. Ein geheimes Portal. Aber das kenne nur ich. Das war... Bin gegen den Anhänger gelaufen, dann stand ich da vorne im Unterstand. Ach so, ja gut. Das war dann Physik bei Nvidia. Portal. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Vorderlader mit einer normalen Schaufel. Nicht mit den großen Glumpe, sondern mit der normalen Schaufel und dann halt einen Trailer, wo wir den Scheiß reinhauen können. Was machen wir mit dem Abfall? Vorderlader mit Schaufel und einen kleinen Anhänger hinten dran. Was genau. Ist da dran so schwer zu verstehen? Habe ich doch schon mal gesagt. Ja. Jetzt muss ich bloß so, mal gucken. So, was ist mit diesem grünen Frontlader, den wir zuletzt gekauft hatten? Grünen Frontlader? Das ist ein JD. Ich weiß nicht, wer der JD ist. Muss ich mal kurz gucken, was wir mit den Abfall machen. Der JD steht hier sinnlos rum. So, komm, kann man switcht mal durch. Muss ich mal kurz gucken, für was das zuständig war. Ja, den habe ich gerade hier abgestellt. Wo bist denn du? Nicht der! Das ja. Ist ein Klaas! Guck mal hier an der Seite. Ja. Klaas! John Deere. Spring dich mal rein in den John Deere bitte. Ja. Und schmeißt dir mal hier vorne den Frontlader dran, der hier steht. Und nicht der. Wie willst du das da unten machen? Mit den Dingen. Wieso denn? Der kann doch das Ding hier ab.
Ja gut, er kann das nach vorne ruppen, aber ob wir da alles rauskriegen, weiß ich nicht. Ja gut, versuchen kann man es ja. Nein. Hau dran. Er will, dass ich die Wanne hier stehen. Ach so, ja, ja. Die Wanne hier stehen lassen, mein Gott, ey. Ja, sabbel nicht, wenn ich schon mit den Leuten mache. Ja, ja. Nee, raus, das vorne, das rote Ding raus. Das rote Ding absetzen. So, und dann mal rückwärts und dann stehen die Schaufel. Da ist ein Schaufel. Du kannst mal bitte hier die Zange, guck mal hier, die Zange erstmal dranhängen und die mal ordentlich hier an die Mauer stellen, ja? Ja, hier haben wir auch noch ein paar Schaufeln. Ich muss gerade gucken, welche jetzt hier die größte war. Ich glaube die. Ach, hier sind auch noch Schaufeln, Leute. Was ist denn hier los? Ja, es verrutscht wie so. Warte mal, die, da steht Stoll drauf. Haben wir so viele Schaufeln? Was ist das für ein Nonsens? Dann haben wir das hier, die hier. So, welche soll ich die, nehmen? Die, die, da, ja. Die. Da, wo der Dicke drauf rumhüpft. Genau. So, und dann ab nach unten. Nein, Anhänger. Ach ja, ein Anhänger. Den grauen da hinten, den Fliege. Oh! Was macht er denn? Oh. Was machst denn du? Wow! Mach mal sind du hier die Schaufeln rum? Alter, wo sind die hingeflogen? Ich hab die auch gerade wegfliegen sehen. Ja, was hast denn du jetzt gemacht? Ich ja, der hat ein Gewicht vorne dran, der Bleppo. Oh. Alter, ich bin nur rückwärts gefahren. Ja, aber du hast ein Gewicht dran und den Frontlader. Das geht immer, das ist immer nicht so schön. Gewicht solltest du da eher hinten dran hängen. Weil wenn du den Frontlader nach unten machst, kommt sich das in die Quere. Okay. Weißt du? Nicht aufs Dach, wenn es geht, die andere Richtung. Naja, ich will den ja auf die Rampe drauf haben. Oh Gott. Oh Gott. Der liegt da wie so eine Schildkröte. Ja, ja. Warte mal, wenn ich dich jetzt hier. Ja. Danke, gut. So, warte, jetzt hängen wir das mal. Also, das Gewicht braucht man nicht, also. Hintenrum. Hintenrum, okay. Hintenrum. Aber in dem Fall brauchst du gar kein Gewicht, weil hinten hängst du ja in jetzt. Hänger. Genau, aber dass man das Gewicht natürlich auch fein wiederfinden, tut man das dahin, wo man es gut sehen kann. Welchen Hänger braucht ihr zwei denn jetzt? Den silbernen da oder was? Den grauen, den Fliegen. Der ja. Oh ja, der silberne. Mit dem amtlichen Kennzeichen. Ja, warte mal. Alles 15. Das sind alle Trecker hier. Ich weiß. Ob das hier funktioniert. Ist hier unsere Höhe. Ja, geht. Okay, dann noch ein Stück und hast. Na klar, habe ich, weil ich ein Profi bin. Hier kannst du loslegen. Easy. Achso, na oder wenn die halt. Oder was weiß ich. Wäre euch eigentlich mir egal. So, kommst du damit runtergedüst, ja? Ja, zum Salat, ne? So, und ich gucke jetzt mal, was wir hier noch für Schaufeln haben. So, und wir brauchen doch hier nicht 1000 so eine Schaufeln. Eine Silageschneidzange. 1300 Liter Kapazität. Für was? Weiß ich, was damals die hiesige Kaufentscheidung war. Ich verkaufe. Wo war der Salat nochmal? Beim Gartencenter, ne? Salat ist, nein. Da, wo es oft blinkt. Hier, fahr. Bei 20, alles klar. Nein. Über 13. Biehandel. Ja. So. Moment. Was brauchen wir noch? Beziehungsweise das brauchen wir noch nicht. So, dann haben wir. Das ist eine Gabelzange. Oh, die geht für alles. Die geht sogar für Kartoffeln, gedämpfte Kartoffeln. Das ist nicht schlecht. Die haben wir zweimal. Na, dann verkaufe ich die einmal. So, jetzt haben wir eine 2500er Schaufel, 3000er Schaufel und eine Gabelzange. Das reicht doch. Oder? Wofür brauchen wir überhaupt die Gabelzange? Also, ich weiß nicht, für Ballen, aber wir haben da noch nie welche gemacht, oder? Nee, die ist nicht für Ballen. Ach so. Machen wir Platz. Wer? Ja, hat sich. Danke. Guck mal, da fährt Pixel. Ja. Hat das Trau aufgesammelt. Ja. Und es liegt immer noch da, aber den Rest lasse ich jetzt dann den Grubberch unter, weil das ist mir zu blöd.
Ganz ehrlich. Was jetzt? Von dem Stroh, der da noch liegt. Weil es nicht mehr viel ist, oder was? Nee, ist nicht mehr viel. Obwohl, ich könnte nochmal runterkommen hier auf dem anderen Feld, was nicht uns gehört. Da liegt auch noch ein bisschen Stroh rum. Ach, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Stroh du jetzt eingefahren hast. Ja, einmal voll hier, 93.000. Ja, na dann ist, lass doch gut sein. So, bin ich mal gespannt, was der König erkennt. Und ich mache jetzt mal ein was, ich guck mal ganz schnell, was wir mit dem Salatabfall machen können. Habe ich bei I schon geguckt. Ich weiß nicht, hast du das Handbuch noch zerrat? Ja, da will ich ja gerade gucken. Okay. Hof Bergmann. Aber wie gesagt, da muss es wahrscheinlich auch noch ein anderes Handbuch geben. Okay. Weil die Leute haben ja hier geschrieben, dass, dass es ja alles mit Bildern und so beschrieben wäre. Mit den ganzen Tieren und so, was wohin kommt. Also tut mir leid, habe ich in meinem Handbuch nicht. Habe ich echt nicht. Also, wir haben, wie gesagt. Wir haben noch das Historische. Ja, dann müssen wir aber wahrscheinlich wirklich mal dieses aktuelle Zeug runterladen. So. Da kommt was auf dem Navi. Zack, jetzt ist es weg. Zack, da ist es wieder. Da kommt er. Hast du mit Vollbremsung gemacht? Guten Tag. Lass mich rein. Salat, Abfall steht hier nicht. Wenn du es jetzt mal lassen würdest, wird man so aufgeregt gewesen. Hinten hin, bei dem Palettenkollektor. Oh, aufpassen, nicht die Paletten verschieben. Sonst geht der ganze Kack nicht mehr. Steht's bei I denn drin? Salat? Abfall? Ne. Also ich hab nicht mal ein Handbuch. So. Ob's bei I drin steht. Achso, bei I. Ich hab verstanden, steht's bei Ihnen drin. Ne, bei I steht's leider auch nicht drin. Nur Schweinefutter und Schweinefutter ist ja wieder was anderes. Kartoffel, Wollpalette, Eierpalette, blablabla. Ne. Hey, was macht man mit dem Abfall vom Salat? Kannst du bestimmt Silage draus machen. Oder Biogasanlage, eins von beiden. Oh, eins von beiden. Aber ich bin relativ sicher, dass Silage ging. In diesem großen Turm da, oder was? Achso, oder jedes, einfach ein Silo. Jedes Silo. Ja, sieht wie Häcksel gut aus. Könnte aber auch Kompost sein. Könnte auch Kompost sein. Ja, das stimmt. Wasserspatz im Öl. Warte mal, bist du schon fertig? Nee. Nee, gerade der erste Schaufel. Aber da ist nicht viel drin. 10.000. Entschuldigung, leck. Kurz auf die 5 hier stellen, dass der jetzt wieder anfängt mit Arbeiten oder aber dann wieder anfängt mit Arbeiten. Wäre interessant zu wissen, ja. Also sonst ist ja alles drin. Ja. Oder arbeiten die über Nacht? Naja, gut, es ist ja nicht nachts. Ne, die arbeiten. Nee. Ja. Kurz mal auf 120 und weiter geht's. Produziert er wieder Salat, ne? Ja. Genau. Bei dir? Okay, bei mir nicht. Bei mir läuft das hier. Ach so. Ja, dann kommt die Animation erst wieder. Ah, jetzt fallen die Salatköpfe da auch noch. Dass die keine Druckstellen kriegen. Ja. Wie die auch einfach hier rausgeploppt kommen, ne? Hm. Wie viele vor allen Dingen so eine Kiste passen. Ey, wir sind fertig. Naja, gut, meine Freunde, dann das Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wie ihr mögt. Bis dann, oder? Bis dann. Lülü. Tschüss. Tschüss. Ciao.